Mit Familie nach Mallorca zu fahren ist völlig out. Wer richtig Ahnung hat, fährt nämlich nach Elkhausen. Hier gibt es richtig viele Tiere, katholisch getaufte Hühner, einen Esel, Ziegen. Und der Leiter des Hauses bietet den Kindern, die hier hinkommen, die Greifvogelschau mit Huhn Bertha an. Am Ende meiner Visitation hier in Wissen, ziemlich auf dem Land, bin ich nach Elkhausen gefahren, in eine wunderschöne Gegend. Und hier gibt es ein ganz besonderes Ferienzentrum. Der Leiter dieses Ferienzentrums steht neben mir und das Ganze heißt hier Archenoer Marienberge. Ist vielleicht schon ein bisschen bekannt durch die Kirchenzeitung. Hier gibt es nämlich was ganz Besonderes für Familien. Ja, tolle Landschaften, viel Natur, viel Erlebnisse, Gemeinschaft, tolle Programme, einfach ein richtig schöner Urlaub. Und hier treffen sich nicht nur Kinder und Familien, sondern auch alte Leute, Behinderte, Nichtbehinderte. Und hier waren neulich auch Flüchtlingsfamilien zusammen mit deutschen Familien. Das war irgendwie besonders. Das war eine wirklich tolle Aktion, Flüchtlingsfamilien, fremde Kulturen, fremde Menschen spielend, spielerisch kennenzulernen. Ein wirklich bewegendes Ereignis. Und wenn du mal richtig schöne Ferien machen willst, dann kommst du hierhin nach Elkhausen und machst hier deinen Urlaub, anstatt irgendwo hinzufahren, wo so eine Betonburg an einem überfüllten Strand steht. Im Nachtgebet, da bete ich darum, dass alle die, die Erholung suchen, etwas von Gottes schöner Natur entdecken, dass sie etwas spüren von dem Geist, von der Freundlichkeit, die hier in der Arche ist und dass sie aus ihren Alltagssorgen gerettet werden. 22 Uhr, domradio.de, Nachtgebet, dein Weihbischof Ansgar und Georg Ried.